Buonasera, meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden zu einem neuen Video auf meinem Kanal im neuen Jahr. Erstmal ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch und euren Familien und Freunden erstmal. Wichtig ist, ihr bleibt gesund, das ist das Wichtigste überhaupt, gesund bleiben. Ja, Schalke 04, mein erstes Video im neuen Jahr. Und was lese ich dann heute? Oder vorhin habe ich das ja erst gelesen. Peter Knebel. Wir wissen ja, dass der Peter Knebel im Juli aufhört auf Schalke von sich selbst. Er möchte ja gerne mehr bei seiner Familie sein in der Schweiz, hat er ja auch gesagt. Aber der Vertrag wird jetzt schon aufgelöst auf beidseitige Verständnis. Ist das richtig? Einverständnis, sorry, Einverständnis. Wird der Vertrag aufgelöst. Aber er bleibt uns als Berater tätig. Und da könnt ihr hier lesen, als Berater tätig muss noch einige zukunftsweisende Projekte im Bereich Digitalisierung und Sportwissenschaft vorantreiben, wie er selbst sagte. Okay, ihm liegt ja Schalke sowieso am Herzen. Er liebt Schalke. Und man muss auch sagen, hey, Peter Knebel, erstmal vielen Dank für deine Arbeit hier auf Schalke. Du hast uns damals in einer schwierigen Phase übernommen oder hast den Arsch hochgehoben und gesagt, komm, ich packe an, ich nehme das in meine Verantwortung und hast wirklich Ärmel hochgekrempelt, wirklich Ärmel hochgekrempelt und angepackt. Und dann hast du den Rufen Schröder noch dazu geholt und wir haben den Aufstieg geschafft in der Bundesliga wieder. Das war alles super schön. Dann leider kam wieder der Abstieg und dann ein paar Sachen, was uns allen nicht gefallen hat, war nicht so schön. Und dann hast du die Konsequenzen gezogen und gesagt, du hörst Ende des Jahres, Ende deines Vertrags auf. Trotzdem werde ich erstmal sagen, vielen, vielen Dank, Peter Knebel, für deine Arbeit auf Schalke mit negativen und positiven Sachen. Aber trotzdem vielen, vielen Dank für deine Arbeit, die du hier geleistet hast. Ja, was heißt das jetzt mit der Transferphase? Da habe ich gelesen, um die Transfers, um die Transfers kümmern sich ja jetzt der Neue, der jetzt dabei, der Neue, sag ich so, der Hechelmann. Und unser Trainer Karel Geretz. Die beiden kümmern sich um die Transfers. So, Herr Karel, jetzt kannst du mir beweisen, was für ein richtig guter Trainer du bist und welche Spieler du dir gerne haben möchtest für dein Spielsystem. Da können die jetzt auch versuchen gehen zusammen oder schauen. So, aber der Haken ist, wenn die jetzt einen Spieler gefunden haben, der mehr als 500.000 Euro kostet, müssen die ja klar erstmal ein Goal von unserem neuen Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann, der ab 1. Januar ja bei uns anfängt, und Christina Rühl-Hamers. Da müssen sie sich erstmal ein Go holen, ob das überhaupt klappt mit neuen Transfers für Hechemann und Karel Geretz. Überschreiten die sie die 500.000 Euro, 700 oder fast 1 Million, dann müssen die ein Go holen oder sagen wir so, müssen sich mit dem Aufsichtsrat zusammensetzen, ob das überhaupt finanzierbar ist. Ja, ich sage ja, das ist jetzt ein Hin und Her. Wir haben kaum Geld. Ich bin gespannt, was jetzt auf der Transferphase passiert. Und da bin ich auf den Karel gespannt, unserem Trainer, der jetzt mitverantwortlich ist dabei. Und da schaue ich mal, welchen Spieler er holen kann für wenig Geld, der vielleicht noch talentiert ist. Da kann man auch sehen, hey, hat der Trainer Auge dafür, talentierte Spieler zu sehen, die zu fördern, die besser zu machen. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Und auf Nechelmann sowieso, der ja auch den Auftrag hat, sich die Spieler da anzuschauen und dann den Karel Bescheid geben. Pass auf, ich habe einen gefunden, dein System, der würde passen. Da bin ich wirklich gespannt. Ja, und mit dem Peter Knebel hat aufgehört. Wer übernimmt sein Aufsichts? Wer, be be
Wer übernimmt jetzt seinen Posten? Laut Michael Hefer wird es keinen Nachfolger geben. Tillmann wird zunächst einen großen Teil der Tätigkeit übernehmen von Peter Knebel. Er wird die Tätigkeit von Peter Knebel. Das heißt, der Tillmann und Christiane Rühlhammers bleiben beide im Vorstand. Nur die beiden. Der Tillmann soll ja die Arbeit von Peter Knebel übernehmen und er kann sich gut heraus vorstellen, das weiter zu übernehmen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ja, wir wissen alle, der Michael, der Alex Hefer da, Axel Hefer, hat ja den Tillmann ja auf Schalke geholt, haben zusammen vorher gut gearbeitet bei, weiß ich nicht mehr, wie die Firma heißt, scheißegal auch jetzt, ehrlich gesagt, sind gut befreundet. Ja, vielleicht kenne ich ja auch einen auf Schalke, vielleicht könnt ihr mir auch da einen Job geben, Tätigkeit als, keine Ahnung, hinter der Kamera, ruft mich an. Ja, wenn jemand mich kennt, ruft mich an, ich komme sofort arbeiten. Nein, Spaß. Ein bisschen Spaß muss ja auch dazu gehören in der Zeit. Ja, da bin ich gespannt. Aber wie gesagt, Peter Knebel, Vertrag wird aufgelöst. Aber er bleibt uns weiter als Berater. Schreibt ihr in den Kommentaren, ist das okay, ist das nicht okay? Aber war ja vorauszusehen, dass er ja geht, der Peter Knebel. Er will ja wieder zu seiner Familie in die Schweiz. Aber er bleibt uns als Berater noch tätig für Digitalisierung, Sportwissenschaft. Schreibt meine Kommentare reichlich. Ja, das war's. Und ab morgen geht's ab ins Trainingslager. Nicht ich. Ich gehe nicht ins Trainingslager, obwohl ich das nötig habe, ins Trainingslager zu gehen. Unsere Mannschaft geht ab morgen ins Trainingslager. Vom 2. bis 10. in Portugal. Und dann werden wir auch berichten, was da passiert. Freundschaftsspiel angeblich gegen VfL Wolfsburg, weil die auch in Portugal da im Trainingslager sind, aber steht noch nicht fest, wann ein Freundschaftsspiel, zwei Freundschaftsspiele will Schalke machen im Trainingslager, bin ich gespannt, wann. Ja, okay, ja, mehr quasseln im neuen Jahr, typisch Francesco. Alles klar. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend mit euren Familien, Freunden und bleibt gesund, das ist wichtig. Gott segne euch. Ciao, ciao.